Komm mit. Jemand will dich sehen. Warum mich? Dein sonniges Gemüt, die anregenden Gespräche, keine Ahnung. Du hast den Ring für ihn gestohlen. Musst ihn beeindruckt haben. Wer ist er? Er heißt Orion. Der Einzige, der gegen den Baron aufbegehrt und sich für Leute wie dich und mich einsetzt. Also, zumindest für mich. Was er sagt, leuchtet ein. Das gibt's hier wirklich nicht oft. Er hilft hier unten den Opfern der Schwermut. Schön, dass mal jemand zu seinem Wort steht und was tut. Und, sei nicht zu sehr... Du weißt schon, du. Wir brauchen das. Ah. Besser. Gut, dass ihr da seid, Garrett. Ihr bezahlt, oder nicht? Von dem bisschen, das ich habe, ja. Dann hat er jetzt meine Aufmerksamkeit gekauft. Gut. Bitte. Begleitet mich. Der Baron zieht Fortschritt dem Schmerz vor. Metall und Stein statt Fleisch und Blut. Und seht, was passiert ist. Ich mische mich nicht in Politik ein. Ah ja. Ihr seid ein stolzer Einzelgänger. Glaubt ihr wirklich, das ginge euch nichts an? Für mich passt's so. Aber wie lange? Garrett! Garrett, ich rutsche! Es ist auch eure Stadt. Was ist passiert? Eine Ohnmacht. Geht's euch gut? Bestens. Was braucht ihr von mir? Ich brauche ein Buch. Das einzige seiner Art, das noch existiert. Es heißt, es sei irgendwo im Haus der Blüten versteckt. In diesem Bordell gehen Tag und Nacht die Reichen ein und aus. Diskretion ist alles. Ich bin eigentlich kein Freund des Diebstahls. Aber in Zeiten wie diesen... Ein Politiker, der stehlen lässt... Klingt ganz normal. So wie ein Dieb, der für die gute Sache steht. Ich hol euch das Buch. Ihr sichert damit auch eine bessere Zukunft für alle. Ich werde es mir merken. Der Blüten. Ich war nie dort, im Gegensatz zu jemand anderem. Aaron. Für meinen Geschmack nicht. Ich sehe noch dein Gesicht. Mich hat gestern Abend ein Mann gefragt, was ich noch mal holen kann.
Von diesen neuen Lampen kriege ich Kopfweh. Sie ist positiv. Jetzt verhungern wir wenigstens bei Licht. Liest du Zeitung? Da steht, die Tierkeulung hat funktioniert. In der Tat, die Tiere sind alle tot. Aber die Schwermut ist noch da. Ich kann nicht lesen, aber ich rieche den Ding. Sieh an, was haben wir denn da? Das hat offenbar nichts bewirkt.
gibt es einige dieser Obelisken. Vielleicht gehe ich nach der Schicht zu den Docks. Soll auch am Rakers Ditch sein. Die hübschesten Mädchen der Insel wohnen wollen, die nicht
Einzige unter Rachel Stitch sind die Knochen von Idioten wie dir. Einzige unter Raker Stitch sind die Knochen von Idioten wie dir. Das Einzige unter Raker Stitch sind die Knochen von Idioten wie dir. Wäre ich eine Dame aus Alldale, müsste ich mein Kleid nicht selbst waschen. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Diese verdammte Stadt. Diese verdammte Stadt. Ich verhungere. Von allein gegangen? Das ist nicht komisch, wer auch immer da ist. Jetzt bin ich erleichtert. Ich bin schon so gut wie tot. Das Haus der Blüten soll Otter Raker's Ditch sein. Die hübschesten Mädchen der Insel.
Ich hätte schon vor Jahren abhauen sollen. Doppelt so viel Salz und halb so viel Ratte. So mag ich das. Was kommt als nächstes? Einer meiner Zähne wackelt. Das ist der kälteste Sommer aller Zeiten. Das tut weh. Nachsehen.
Wir kennen uns nicht.